Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch einen SCP-Klassiker. Und zwar ist es SCP-847 oder auch genannt The Mannequin. Wie ich es ja wahrscheinlich schon in den ein oder anderen Videos mal irgendwie kurz preisgegeben habe, rollen sich bei mir komplett die Fußnägel hoch, irgendwie, wenn es diese Schaufensterpuppen angeht. Die finde ich wirklich... fürchterlich. Deswegen bin ich nicht alleine, sondern bei mir ist der Innenausstatter der Herzen, ja, derjenige, der H&M und New Yorker erfunden hat, Benny. Grüß dich. Hallöchen. Ja. So, Benny, hast du schon mal mit diesen ganzen SCP-Geschichten irgendwie Berührungspunkte gehabt? Nope, gar nicht. Nope. Okay, es gibt ja der... Letztendlich sind es, basierend auf Creepypastas und, Geschichten, die halt wirklich Anomalien, Dämonen oder Objekte betreffen, irgendwie, die halt sich feindselig gegenüber Menschen verhalten. Um es mal jetzt ganz stark runterzubrechen. SCP-847 ist eins davon und deshalb starten wir jetzt das Spiel. Okay, wir sind anscheinend in irgendeinem hippen Laden, einem Musikfachgeschäft, so ein Quatsch, so ein Klamottengeschäft. Interaktion mit E. Oh, wir wurden gleich angeguckt. Ja, fummelst du auch gleich am Klavier hier rum? Würde ich dich auch erstmal angucken. Das kann ich gut. So, tatsächlich etwas sehr trist, der Laden irgendwie. Aber auch sehr stylisch. Und warum zur Hölle sind hier Fußbälle? Das haut immer so ja nicht hin. Überall Kleider. Oh, hier. Von Chanel. Oh, von Chanel. Ja, von Chanel. So, die Klinken sind ein bisschen komisch. Ja. Aber okay, kann man machen. Kann man machen. Ja, bei SCP-847, dem Mannequin, ist die Geschichte quasi so, dass, und da wird es jetzt gleich interessant, ob wir Männlein oder Weiblein spielen, sich dieser SCP Männern gegenüber passiv verhält und Frauen gegenüber hochgradig aggressiv. Was steht hier? Ni Uratsch Uzna E ist, wahrscheinlich ist das eine E-Mail-Adresse oder irgendwas, oder eine Internetseite. at.ne. Weiß der Geier. Es ist dunkel bis unter Dach hier. Oh Gott, ja. Das ist schon die Taschenlampe, ja? Na, ist ja super. Wasser? Okay, wahrscheinlich. Ja, hier muss man anscheinend erstmal den Stöpsel ziehen. Okay. Man sieht gar nichts. Ja, es ist wirklich sehr duster und wir wurden auf verschiedenste Texturen mal benutzt. Kann man machen. Kann man wirklich machen. So, wir haben auch nichts, mit dem wir uns wehren können. Wir haben tatsächlich wirklich nur die Taschenlampe. Oh, nee. So. Der Patriot. Ja, okay. Können wir denn irgendwas mit den Figürchen da in der Ecke machen? Können wir die irgendwie antatschen? Ja, das heißt, das lasse ich jetzt komplett unkommentiert. Können wir die antatschen? Ja, könnte das sein, dass wir irgendwas machen müssen mit denen? Warte mal. Okay, sorry. Ich dachte, ich habe gerade irgendwas wimmern hören. Okay. Wimmern die dann, oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, letztendlich sind wir jetzt hier in diese Art Hinterlager gegangen irgendwie und hier kann man erstmal nicht viel machen. Ja. Hier können wir wahrscheinlich das Wasser rauslassen aus dem Raum davor. Aber what the hell? Aber in den Raum sind wir ja nicht reingekommen, ne, wo das Wasser stand. Naja, weil das Wasser wahrscheinlich noch so hoch stand, ne, irgendwie. Ich gehe mal von aus, dass wir einen Schlüssel brauchen für die Wasserstation. Mhm. Und da können wir dann quasi über das Ventilrad vielleicht irgendwie das Wasser ablassen, sodass wir da reinkommen.
Aber wir müssen anscheinend wirklich nochmal runter. Ja. Zu den, in den hinteren Keller. Und ich meine, wir kennen es mal an. Meine Fresse, ist das hier duster. Aber das ist halt so klassisch, ne? Oben total overstyled, Klavierlack, alles nur glänzende Oberflächen, aber ihr baut auf dem Indianerfriedhof oder irgendeine Scheiße. Wo man denkt so, Mann, Leute, echt. Also richtig fancy. Das ist ein fancy, genau. Ist mir einfach, ist cringy. Oh, aber wir haben eigene Dings. Und es sieht, wenn du runterguckst, sieht es aus wie ein Mann. So, von den Schuhen. Ja, das. Warum waren gerade. Was ist denn das? Ah. Was? Oh Gott, Alter. Oh Gott. Was ist nur los? Oh Gott. Wer ist denn jetzt ausgerastet? Na, ja, die stehen alle da, wo sie sein sollen. Sind die jetzt oben ausgerastet? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es, glaube ich, rausfinden, glaube ich. Ach, schön. Oh, das hat mich jetzt aber. Ich habe immer noch Gänsehaut. Krass. Das war jetzt wirklich heftig. Achso, jetzt müssen wir wahrscheinlich da rein, genau, um den Hahn abzudrehen, wahrscheinlich, ne? So. Tu dir keinen Zwang an. Was? Ich bin. Ey, die lachen uns aus. Oh Gott. Ich kann das Rädchen hier nicht drehen. Warum kann man hier nicht. Da muss ich jetzt wirklich hoch? Wahrscheinlich. Oh shit. Noch stehen alle da. Ja, aber warum sollten. Ja. Warum? Aber das macht doch jetzt keinen Sinn. Normalerweise müsste ich doch jetzt irgendwie diese Draht drehen können, oder? Also. Ja, also ja. Mal schauen, ob die Wimmer jetzt wieder anfängt. Aber vielleicht lachen die uns ja auch nur aus, weil wir zu blöd sind, einfach das Drehchen nicht richtig zu drehen. Na, verdient haben wir's. Also, guck dir das doch mal an, warum. Okay. Wissen wir, haben wir noch was vergessen? Also, aber es ist doch unlogisch jetzt, oder? Ja, eigentlich schon. Vielleicht ist ja der Raum schon abgepumpt. Vielleicht gab es ja keine Animation oder sowas. Nee, ist er nicht. Nope. Nope. Ja, es wäre aber ein kleiner Tipp, wäre schön. Irgendwie, ne? Einfach zu sagen so, bin ich heute schwach oder nee, geht nicht. Ja, wenn ich gehe nochmal nach da ganz hinten, wo die Kiste war. Da möchte ich nicht hin. Da war ich ganz gruselig. Vielleicht können wir ja jetzt was mit dem Generator machen oder so. Wobei, was wollen wir da machen, außer anschalten? Wenn er nicht sogar schon an war. Ja, die Frage ist ja halt, irgendwie, man sieht ja nicht wirklich, was interagierbar ist, irgendwie. Also, vorhin war er irgendwie nicht interagierbar. Oh, was? Ah, da stand da gerade was. War nicht gerade. Du hast den Generator angemacht, okay. Cool. Nice. Cool. Nice, Benny. Deshalb habe ich dich mit dabei. Weil du immer die besten Ideen hast. Okay. Das ist übrigens Rennen. Okay. Let's go. Warum ist jetzt hier auf einmal Licht an? Na, weil wir den Generator angeschmissen haben. Ach ja, stimmt. Da war ja. Habe ich schon wieder fast vergessen. So. Schön wäre ja, wenn wir jetzt zu Draht drehen können. Open. Ja, weil das konnten wir vorher, ohne Licht konnten wir das nicht. Eben. Ja? Hallo. Nicht hallo? Hey. Du. Du hast komische Augen. War. Oh, nee, Alter. Nee. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh.
Also das ist wie für dich Puppen. Nein, fuck, wir sind eine Frau. Wir sind eine Frau. Also nicht, dass das jetzt schlimm ist, dass wir eine Frau sind, aber im Zusammenhang mit diesem SCP ist es sehr, sehr schlimm, dass wir eine Frau sind. Oh, shit. Okay. Was ist hier los? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Oh nee, komm ey, das ist nicht schon wieder so ein Rätsel. Oh, sie ist doch schon wieder gekommen. A, B, D, A, T, B, S, A, N, F, Z, X. Oh Gott. Okay. Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir gucken uns erstmal um. Ja, das Problem ist halt irgendwie laut dieser Gruselgeschichte rund um SCP-847 ist halt einfach, dass ich halt diese Schaufensterpuppe, dieser Dämon oder was es auch immer sein mag, hochgradig aggressiv gegen Frauen verhält und diese halt zu Mannequins macht. Ne? Also ihr habt dieses schwarze Zeug gesehen, was ihr übers Gesicht gelaufen ist, das ist eine Art Harz. Und wenn wir damit irgendwie kontaminiert werden, irgendwie werden wir, klingt jetzt komisch, aber wir plastinieren. Und werden dann dadurch, ach du Schande, zu, ach komm, ach du Schande, okay, alles klar. Mhm. Werden dadurch zu Mannequins, zu diesen Schaufensterpuppen. Ah, aber ich wüsste, glaube ich, was gelöst bekommen. Ja? Mhm. Okay, dann lass mal was hören. Ich habe nämlich noch gerade keine Idee. Gut, ich pack das mal weg. Ja. Und guck dich mal im Raum um, auf dem Boden, da siehst du zum Beispiel so ein Symbolchen, das müssen wir uns wahrscheinlich alles aufschreiben und aus dem Symbolchen kommen dann Buchstaben und mit den Buchstaben kriegen wir die Zahlen daraus. Das sieht ja eher aus wie so eine Rose. Ja, wie eine Blume, das ist die 1 und das ist ein K. Nur K? Nur K. Nur K, okay. K. Okay. So, hier haben wir eine Schleife. Mit einem Zahnrad drüber und das ist die 4. Ja, das ist die 4. Okay, Schleife mit Zahnrad drüber. Schleife mit Zahnrad finde ich hier schon erstmal. Rechts oben ist das ungefähr? ZX. 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 Hammer. Hier haben wir noch Kringel mit einer 2. Kringel ist im Doppel-A. Ah, Doppel-A. Sieht fast aus wie ein Zahnrad mit Auge, also wie so ein Auge mit Zahnrad als Iris. Als 3. So, das wäre NF. Nordpol N- Frieda. F, okay. Also, erste Stelle hast du gesagt, ist ein K, ist also eine 8. Mhm. Danach hast du gesagt, Double A. Double A ist eine 1, 1. Dann hast du gesagt, NF. NF ist. Das sind 92. 92. Und dann hast du gesagt ZX 17. Dann ist ja gut. 8, 11, 92, 17. Also 8, 11, 92, 17, ja? Ja. Nice. Cool. Sehr gut. Benny ist halt einfach ein cleverer Boy. Ja, die Symbole haben mich irritiert voll. Und das irritiert mich auch. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Das ist das Brummen der Lampe. Ich dachte mir gerade, was brummt denn hier so? Und die Türen gehen einfach zu. Okay. Okay, kann man nicht öffnen. Das sind sehr schöne Türen für so einen gammeligen Scheißkeller. Aha. Oh Mann. Doch in Ruhe. Aber ein Hello Kitty Oberteil anhaben. Aha. Ist mir gerade sehr surreal. Was? Oh nein, wir können uns bewegen. Oh, okay. Ich schwimme aufs Licht zu. Ja, dann schwimm mal. Hätten wir es. Hä? Schwimmst du überhaupt? Ja, ich bewege mich leicht vorwärts. Das sieht nicht so aus. Need to interact. Can you understand me? Nein. Kann ich jetzt also, tippen? Ja.
Weiß nicht, kannst du mal ausprobieren. Schreib mal yes. Yes. Ich kann ja nicht eintippen hier. J? Ja, nee. Z? Nee. Can you understand me? Hast ja, du gerade J gesagt? Naja, yes? Vielleicht. Nein. Also, für ja, natürlich. Jeder weiß doch, dass yes mit K geschrieben wird. Ach so. How did you learn to do this? I listen. Can you tell me what you are? I am the teacher. I am the teacher. I am a purveyor of knowledge. I shall enlighten you. Okay. Nicht schlecht. These sounds you use are limited. I may only enlighten you directly. I teach them. I do not call it death. It is the consequence of being inadequate. I teach all that I have learned. Unsere Flashlight? Nein, haben wir natürlich nicht. Dass wir uns überhaupt noch bewegen können? Naja, die Plastinierung geschieht nicht sofort. Okay. Also, wir sind angegriffen worden von ihr, definitiv. Und... Ja, fuck. Wir sind am Arsch. Tja, das war SCP-847, ihr Lieben. Ja, es gibt noch mehrere SCP-Titel und Spiele. Das war jetzt 847. Wenn ihr Spaß daran hattet, oh, hier, SCP-606, The Teacher. Ah, okay. Wenn ihr grundsätzlich mehr wissen wollt über SCP, irgendwie hauen wir euch einen Link unten in die Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal gucken, ein bisschen recherchieren. Und wenn ihr noch mehr SCP-Teile von uns hier auf dem Kanal sehen wollt, ja, dann schreibt es uns doch in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da. Und ansonsten, ihr Lieben, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao. Tschüss.